Ja, servus und Petri Geil, meine lieben bayerischen Angelfreunde. Nein, Quatsch. Hallo, grüßt euch, meine lieben Angelfreunde. Ich bin der Affenkönig, dem ich, und das ist The Fisherman Fishing Planet Part 141. Heute will ich nochmal gucken, ob ich die Muskelunge nicht nochmal ans Band kriege. Und natürlich auch die klare Muskelunge und den riesen Überhecht. Mal schauen, im letzten Part hat es schon gut funktioniert. Wie immer, Dankeschön für eure Likes, eure Kommentare. Lasst euch gerne aus im Kommentarbereich, das freut mich. Danke an den lieben Christian, der weiß schon, wer gemeint ist. Liken ATTX und ich freue mich, Bennett. Vielen herzlichen Glückwunsch zu deiner Quappe und deinem Hecht. Der war nämlich Angeln der Gute in Norwegen. Und dann auch noch Iluli hat irgendwas geschrieben mit einem Update. Mir aber leider nicht mehr geantwortet. Ich bin mal gespannt, ob es dann Update gibt. Das würde ich gerne mal wissen. Für die Fisherman. Wenn ihr was wisst, gerne in die Kommentare damit. Aber jetzt will ich hier mal anfangen. Ich wollte nur... Ah, jetzt muss ich schon mal ganz kurz gucken. Ich will die Zeit nämlich nur mal kurz... Hä? Hallo? Hey, Juri! Mehr nicht hier so viel Zeug streuen, wir haben nicht viel davon. So, was haben wir denn? 11 Uhr, 9 Uhr? Ja, ich gehe mal auf 9 Uhr. Da fängt die beste Zeit an. So, sehr schön. Ja, nach dem Regen, das ist wirklich immer eine Bombenzeit. Da geht's richtig zur Sache. Da wollen die schnabulieren, die Brüder. Da gibt es keinen Morgen. Was? Drücke X, um Rutenständer zu legen. Wie, einfach so jetzt? Nee, aber es geht ja nicht. Nee, kann ich leider nicht. Schade. Ah, hier ist ja der Rutenständer. Kann ich das Ding jetzt da rein? Ja, das muss man halt ganz genau timen, dann funktioniert's. Nein, ich möchte den Motor... Anker ist geworfen, nee, Anker soll gehoben werden. Ich möchte den Motor nicht werfen. nicht werfen. Ja, ich alter Hornochse. So, da könnte es auch sein, dass da schon gleich wieder was rangeht. Ich hau mal die große Ritze. Ah, komm ich gar nicht so weit, gell? Ja, doch, bis hier hinter komme ich. Das will ich jetzt einfach mal probieren. Weil die Muskelungen lieben wohl auch die großen Ritzen. Warum denn nicht? Kann natürlich sein, dass die eigentlich tiefer eingestellt werden müsste. So eine Angelei. Mach das bitte in echt nicht. Das funktioniert nämlich so ganz und gar nicht, wie ich das hier mache. Da kriegt ihr nur einen Trödel. Ein Trudel. Ein Tüdel, meine ich. So, zack. Das funktioniert. Oh, und da würde ich sagen, heißt es abwarten. Ich muss natürlich hinten auf die Pose gucken. Dann kann ich die Combat Loki nehmen. Und angeln noch mal ein bisschen weiter. Mit Fire Tiger. Aber da hat sich doch schon was eingehangen an der Grundrute. Hör! Oh, schön! Es geht ja wieder gut los. Der zerrt uns wieder über den ganzen See hier. Seemonster. Mensch, lass das Boot hier, mein Freund. Es ist unglaublich, wie schnell das geht. Ich glaube, da muss ich das Boot dann nochmal in Position bringen. Und ist da was auch an der Pose? Nee, da ist noch nichts dran. Zum Glück. Das Herz sitzt natürlich auch ganz schön hin und her, aber den Bruder haben wir gleich. Es geht eben wesentlich schneller, wenn wir uns hier ein bisschen ziehen lassen. Und ich hoffe, dass ich hier kein ziehen lasse. Vor Erregung. Mein Anus ist erregt, weil ein Fisch zu Buche steht. So, was haben wir hier? Oh, aber schon wieder gut eingestiegen mit einem 98er. 444 XP. Geil. Gerne mit. Gerne mehr davon. So, an der Pose sieht es nicht so aus, als wäre da was. Jetzt sind wir natürlich
Jetzt sind wir natürlich ganz schön weit weg. Das ist natürlich. Hier, komm, dann machen wir ein bisschen Schleppangeln. Schmeiß die Motor an, Juri. Oh, der Sprit ist wohl. Ne, jetzt lüft er. Gut, komm. Ein bisschen Druck hier. Ah, das geht ja wirklich mit Schleppangeln, Leute. Guckt euch das mal an. Da kann man auch nicht so viel Gas geben. Ganz gemütlich. Schipper, schipper, schipper. So, bitte nicht über die Pose. Da wollen wir nicht drauf fahren. Das wäre nicht so gut. Kann ich mich hier wieder schön positionieren? Ja, Leute, ich mache jetzt nochmal einen Anker rein. Oh, jetzt muss ich mich mal kurz umschauen. Ja, wir können doch noch so ein Stückchen so. So sieht das gut aus. Motor stoppen. Anker gelichtet. Da muss man die Anker aber nochmal reinholen, sonst wird das hier nichts. Aber ist das nicht ein herrliches Wetter? Ich liebe es. So, die gleich hier abgelegt. Ganz nah vor unserer Nase. Funktioniert nämlich manchmal auch sehr gut, Leute. Lasst euch da nicht täuschen. Ja, sehr gut. So, wo müssen wir hin? Hier müssen wir hin. Sehr schön. Ist nur blöd, dass der immer wieder automatisch in diese Position wechselt. Dass er praktisch hier einen Motor starten will. Das ist ein bisschen schade. Aber ich glaube, da ist schon wieder was. Das gibt's doch nicht, Leute. Schon wieder einer dran. Wie die Verrückten. Gut, jetzt müssen wir uns so auskämpfen. Ohoho. Ja, und der Lycan LTTX hatte mir auch geschrieben: Mensch, Affenkönig, du hast, glaube ich, den Köder schon zusammen für den Monsterfisch, den es hier gibt. Der ist wohl hinter mir in der Bucht, wo die Muskis sind. Aber das Problem ist, der wird wohl bis über 35 Kilo schwer. Und da würde ich doch mal wiederkommen mit einer dickeren Rute, um den Monsterfisch hier zu fangen. Obwohl das hier auch wieder ein schöner, das muss auch wieder wenigstens zu 7 Kilo sein. Schätze ich, der zieht nämlich auch nochmal von dann. Leute, und am 31. August kommt für die PC-Leute die Angler raus. Ich werde es mir dann auch holen, wenn es für die Konsole bereitsteht. So, da haben wir den Lorch doch. Auch 7,247 Kilo, 95 Zentimeter, aber die geben eben dicke XP. Jetzt sind wir schon bei der Hälfte, da wo wir hinwollen. Das ist wirklich geil hier für XP. Also, das muss ich schon sagen. Da gibt es nicht allzu viel bessere Sachen. Gerne noch ab in die Kommentare damit wir zum nächsten Gewässer können, wo wir auch 4 XP machen können. Könnt ihr mir gerne mal ein paar Anregungen schreiben. Ich bin. Oh, der war nicht so gut. Ich lasse ihn trotzdem mal liegen. Ich bin offen dafür. Wisst ihr? Eindeutig. So. Oh, nee, das war falsch. Ich muss nochmal kurz. So, jetzt, so wird ein Schuh draus. Da holen wir die mal rein, weil die bringt uns jetzt hier wirklich nichts. Ich probiere die nochmal in die Bucht zu hauen, wobei das ja nicht so gut funktioniert hat. Letztes Mal, aber einfach mal versuchen. Vielleicht kommt der dicke Onkel ja doch noch. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und ich denke, ihr auch, wenn mir das noch gelingen würde. Oh, da ist er schon.
Ach nee, das ging aber schnell. Leute, da war sofort ein Fisch dran. Ach du liebe Güte. Ob das ein Maski war? Hau ich jetzt nochmal dahin. Die Bisszeit wird ja nur noch besser. 40 Kilo haben wir in unserem schön großen Kescher drin. Da hau ich nochmal genauso hier schön mitten in die Ecke rein. Ja! Komm schon, meine Schniebelfreunde und Monsterfreunde. Ich warte nochmal ganz kurz. Ich kann die ja wirklich eigentlich in der Hand behalten. Der wird nämlich wirklich, der wird gejagt, ja. Bin mir sicher. Oh ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich habe hier schön Eiskaffee stehen. Den konnte ich jetzt noch gar nicht stabulieren in der Zeit, wo ich hier angel. Normalerweise muss ich das ja immer erst, bevor es hier Schluss geht, aber... Also irgendwas ist da. Vielleicht ist es auch noch der kleine Kollege von Hecht, aber... Ich will jetzt mal die Hoffnung nicht aufgeben. Weil die Maskis stehen auch auf die großen Eritzen. Ah, lässt sich trotzdem ganz schön Zeit. Fristen auch noch nicht weg. Wandert ganz schön in unsere Richtung. Oh, oh, jetzt muss er noch nehmen. Nimm ihn dir! Ja! Oh, ich habe einen Anker wieder gelichtet, aber das war jetzt eigentlich aus Versehen. Ist nicht so ein Riesenfisch. Aber ist, glaube ich, eine Muskellunge, oder? Wir werden sehen. Geil! Das könnte aber auf jeden Fall unsere PB-Muskellunge werden. Tigerhecht! Ja! Der erste! Den habe ich noch nie gefangen. Oh, da freue ich mich. Aber freue ich mich ja richtig. Und dann gleich 5,481 Kilo. Ich weiß gar nicht, wie groß die werden können. Das lese ich mir mal kurz durch. 1300 Raketen hat er auch gegeben. Das ist ja wirklich gar nicht von schlechten Eltern. So, da bringe ich die aber nochmal aus in der Zeit hier. Das, die Zeit haben wir. Cool. Geil, wieder eine Sorte von Fisch abgehackt, die ich wirklich noch nie verhaften konnte. Da freue ich mich wirklich richtig. Aber ihr hört das ja. Ja, dafür stehe ich mit meinem Namen. Affenkönig Dämlich. Ich freue mich. So, ein bisschen hier, ein bisschen so. Ein bisschen da, ein bisschen rüber und rüber. Ah, jetzt habe ich den anderen wieder geworfen. Ja, ich lasse den jetzt auch mal geworfen. Es ist blöd, weil er immer in diesen Motorboot-Modus wieder geht. Und deswegen passiert mir das. Das will ich gar nicht. Das ist halt dann immer einfach so. Hier hinten stand der. Irgendwo hier stand der. Na geil. Oh, da liegt man auf Grund, aber nee, sie lift. Der lift sie. So, ich wollte eigentlich erstmal ablegen. Wenn ich mal kurz ins Inventar kann, will man mal den Tigerhecht kurz durchlesen. Tigerhecht, oh, den gibt es sogar einzigartig. Der Tigerhecht Esox masiquongongi X Lucius ist ein Hybrid aus der Muskellunge Esox masquinugi und dem Hecht Esox Lucius. Dieser fleischfressende Fisch lebt in Süßwasserseen und Flüssen im Bereich von Kanada im Nordosten bis zum mittleren Westen der Vereinigten Staaten. Diese Fische wachsen schneller und stärker als die Elternspezies und ihr Fang ist eine wahrhafte Herausforderung, weswegen sie auch Fisch der 1000 Würfe genannt werden.
Aber war das nicht die Meerforelle, die auch Fisch der 1000 Würfe genannt wurden? Aber interessant, dann ist das eine Kreuzung aus unseren Hecht, den wir kennen, und aus der Muskelunge. Cool. Okay, Fisch der 1000 Würfe genannt. Tigerhechte, ja. Tigerhechte haben vertikale Streifen auf einem helleren Grund. Ihre Zeichnung ist genau andersrum wie bei einem normalen Hecht. Ihr Körper sind langgestreckt, zylindrisch geformt, mit einem komprimierten Kopf und langgestreckten, entenschnabelartigen Schnauzen. Diese Fische liegen im Gewicht zwischen 1,5 und 15 Kilo. Aber einige Vertreter dieser Art erreichen bis zu 22 Kilo. Ihre Ernährung besteht hauptsächlich aus anderen Fischen, Fröschen, kleinen Säugetieren und Vögeln. Tun sie auch gerne. Aber die mögen, ja, scheinbar große Ritzen. Oh, mega geil. Hoffentlich geht noch einer ins Band. Oh. Och, was? Da war schon wieder einer, Leute. Da war schon wieder einer, aber stand nicht da, dass unser Köder weg ist. Aber ich glaube, die Rute könnte hängen. Ich ziehe die mal kurz ganz leicht an. Und setze sie wieder rein. Ha. Schade, Leute. Oh, Grundrute. Auf der anderen ist es wahrscheinlich auch wieder was. Oh nein, ich habe wieder einen Anker gehoben. Ja, weil man dann L1 drückt. Ich glaube, der andere Hut ist auch schon wieder was, oder? Aber cool. Macht ja auf jeden Fall Spaß, sich hier übers Gewässer ziehen zu lassen. Ist auf jeden Fall ein etwas kleinerer hier. Den haben wir gleich. Wir sind gleich da, mein Freund. Wir sind gleich... Oh! Nee! 9, oh! Wahnsinn, auch wieder 9 Kilo Exemplar. Ich werde nicht wieder Marita. Was ist hier nur los? Ah ja, jetzt haben wir es natürlich ganz schön weit weggezogen. Da müssen wir dann nochmal gucken. Okay. Wo ist... Hallo? Warum hat er den jetzt weggeschmissen, der Hornochse? Gib sie doch her! Wir treiben natürlich jetzt hier so ein bisschen vor uns hin. Na, da war nix. Der war nix. Satz mit X. Das war wohl nix. So. Ich muss dann Anker auf jeden Fall wieder schmeißen, sonst kommen wir nicht mehr hinten in die Ecke rein. Aber geil, wie diese Ecke hier funktioniert. Mensch, hätte ich das nur vorher gewusst, wo ich das erste Mal hier war. Aber, wie gesagt, so ist Angeln, das ist Angeln und es ist auch schön so. Gut, so, jetzt Anker rein. Dann wieder X drücken, dann wieder zack, die Rute genommen. Dann wieder eingeholt, rumgedreht. Das ist nicht so einfach, auf so einem kleinen Boot zu angeln. Das, gerade wenn da noch mehrere Leute drauf sind, das ist eine... Knifflige Sache, Leute. Da kommt man sich öfters mal ins Gehege. Und dann sagt der eine Ochse zum anderen Ochse, du Ochse. So schnell geht's nämlich dann. Schön die Rutenspitze ins Auge gegichelt. Oder schön auch mal in die Fresse gepeitscht. Ihr wisst, was ich meine. Das ist nicht einfach mit mehreren Leuten. So, ich behalte die mal in der Hand. Vielleicht haben wir ja gleich wieder... Wie ein daran geht hier. Bin gespannt. So, Schluck Kaffee. Eiskaffee. Oh. An warmen Tagen ist das Gold wert. Schöner Eiskaffee. Nicht oft zu wiechen mit irgendwas anderen. Oh. Oh. Könnte was sein. Wobei die großen Ritze, die bewegen sich halt auch so schon recht schnell. Ich würde sagen, die bewegen sich so schnell wie die kleinen Ritze, wenn sie verfolgt werden. Da war Kollege Hecht kerzengerade in die Luft gesprungen. Das sieht immer aus. Oh, jetzt, das könnte...
Das könnte was sein. Ja, das ist was. Jetzt geht's nämlich richtig zackig. Jetzt ist er gleich fort. Mal gucken, was wir da jetzt nochmal gelandet haben. Komm schon, hol ihn dir. Ja! Oh, den holen wir uns, den Bruder. Cool, dass jetzt die Pose auch hier richtig gut abräumt. Also nochmal besser als gedacht. So, ich hoffe, an der Grundrute ist jetzt noch nichts momentan. Sieht nicht so aus. Oh, der ist stark. Jetzt gibt er wieder ein bisschen auf, aber die kämpfen anscheinend sehr doll. Oh nein, jetzt kommt aber was in die Grundrute. Okay. Wir müssen jetzt hier gleich zwei Fische bekämpfen. Das wird schwierig, aber ich will es probieren, wie immer. So, haken wir den auch erstmal an. So, angehakt ist er. Nein! Oh, Leute, das wird schwer. Das wird schwer. Ich muss jetzt immer ein bisschen komisch irgendwie mit der Wechselei hier. So, der Anker ist gelichtet. Ich hoffe, die lassen hier nicht los. Oh, ziehen die Brüder, du. Heieiei, okay, das ist was Kleineres hier zum Glück. Nein! Oh, nö! Hätte ich nur. Naja, man weiß es halt nicht immer vorher. Jetzt will man wenigstens den Bruder herausholen. Der ist aber kleiner. Ja. Ah, schade. Ärgert mich. Das ärgert mich jetzt schon. Aber manchmal ist es irgendwie komisch. Dann lassen sie eben trotzdem los. Der Kollegens. Gut, dann mache ich jetzt Trick 17. Leute, ich werfe jetzt alle beide Ruten hier hinten rein, weil wir da die Chance noch auf so einen Tigerhecht haben. Und das will ich jetzt gerade. Habe ich da irgendwie Bock drauf? Jetzt habe ich den einmal gefangen. Dann hätte ich gerne auch noch ein größeres Exemplar. Gut. Anker ist geworfen. Gut. Dann doch gerne. Obwohl, da brauche ich den Anker jetzt eigentlich gar nicht mehr werfen. Könnte ich jetzt eigentlich wieder dann lose machen. Weil wir dann ja uns dort in die Bucht ziehen lassen können. Obwohl, die werden vielleicht aus der Bucht rausschwimmen, gell? Na, wir gucken mal. Oh, ich glaube, an der Grundrute spielt gerade schon wieder was. Ja, ich glaube schon. So. Das wird jetzt interessant zu beobachten, was jetzt hier zuerst losgeht. Coole Ecke hier auf jeden Fall. Und ich glaube, die werde ich auch nicht vergessen, die werde ich mir auf jeden Fall merken. Fürs nächste Mal. Ist das, könnte schon was sein an der, ja, ist auf jeden Fall was an der Pose. Die war rechts. Muss ich dann gleich rangehen, wenn es soweit sein sollte. Ich glaube, gleich zieht er weg. Hör! Oh Mist, an der. Nee, ich dachte gerade, an der anderen Route ist auch was. So, jetzt, mein Freund, jetzt kriege ich dich. Aber der scheint ein bisschen kleiner zu sein als der letzte. Ah, er hat schon Kraft. Er hat schon Kraft. Aber der weiß noch nicht, dass wir ihn ja verfolgen. Naja. Herbert.
Du bist fällig. Oh, ho, 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 ho. Jetzt zieht er doch in die offenen Gefilde. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, den kriegt man schon. Den kriegt man schon. Vielleicht ist es ja noch ein schöner Tigerhecht. Aber wie geil das aussieht, wenn die da durchziehen und das Wasser sich spiegelt. So, jetzt wieder zurück in der Heimat, wa? Na, jetzt hast du eh verspielt. 3 Meter, mein Freund. Die magischen 3 Meter. Komm her, mein Junge. Oh, geil, geil, geil. Neuer PB, Muskellunge. 6,341 Kilo. Die geben 298. Das ist... Ja, nee, ich glaube, die Hechte geben ein bisschen mehr. Aber es ist jetzt schon eher geringfügig, möchte ich meinen. So, da haben wir nochmal hinten in die Ecke. Jetzt kommen wir gerade so noch hin. Huh, oh, der war schlecht. Der war schlecht. So, einfach mal volles Produkt. Mut zur Lücke. Ah, jetzt kommen wir eigentlich. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich weiß nicht, ob das reicht, meine Damen und Herren. Grundrute ist ja gerade nichts passiert. Deswegen gehe ich mal kurz an die Grundrute ran. Oh. Ich sollte aber gleich nochmal in die Pose gehen, weil ich da meine Dings nicht eingestellt habe. Die Sperre, genau, das wäre fatal. Aber wir sollten noch ein bisschen mehr in die Ecke rein. Ich werfe die aber nochmal hinten in die Muskelung-Ecke rein. Oh, ist das cool. Tigerhecht, Muskelunge, schöne Sache. Wow, was für ein Wurf. 42 Meter. Und Dankeschön für eure Abos und eure Likes und eure Kommentare. 222 Leute haben jetzt den Kanal abonniert. Das geht ja immer mal wieder ein bisschen auf und ab, aber Dankeschön dafür. Freut mich sehr. Gut, Motor starten und dann machen wir dem mal nochmal vorsichtig ein Stückchen Vortrieb geben. So, das reicht mir auch. Anker rein, Motor aus, Angelspaß an. Ja, das ist vielleicht ein bisschen weit weg jetzt, die Pose. Das könnte das natürlich sein. Ja, und ich und mein Schwager Christian waren auch angeln am Wochenende und wir haben eigentlich gut gefangen. Wir haben auch ein bisschen Pech gehabt, aber wir hatten beide schöne Karpfen, obwohl Christian seiner noch mal richtig groß war. Der sah wirklich aus, also dick. Als ob er ein Straußenei verschluckt hätte. Also wahnsinnig. Da ist fast der Kescher in die Knie gegangen, wo ich den lang ausgefahren hatte. Und dann hatte ich noch ein paar schöne Schleien. Ich vermute, dass mir eine große Schleie flöten gegangen ist, die größer als die anderen zwei waren. Ich glaube, eine war 35, die andere vielleicht so 32, 33. Natürlich schade. Ein paar schöne Rotfedern hatten wir beide noch. Und hat Spaß gemacht, hat richtig Spaß gemacht. Plötzen sowieso. Giebelchen hat man auch noch. Also Barsch natürlich, die sind immer mit dabei, wenn man mit Wurm angelt. War aber alles in allem eine schöne Angelei, wobei es nicht für den Aal gereicht hat. Aber wir werden es natürlich wieder versuchen. Ich werde euch berichten. Grüße gehen raus an dich, Christian. So, jetzt, nee, ich muss in die Ecke werfen, sonst bringt das, glaube ich, einfach nichts. Kann ich mich hier anstrengen, wie ich will? Ich nicht in die bestimmte Ecke werfen, kriege ich die nicht. Ein Versuch würde ich mal noch wagen. Im nächsten Part werden wir vielleicht noch einmal an eine andere Stelle gehen und angeln. Hier im Gewässer.
auf ein paar andere schöne Fische. Gibt ja auch noch ein paar andere schöne. Den Maifisch und die Steinbarsche und alles Mögliche. Da möchte ich nämlich auch gerne noch mal gucken. Mal schauen, was sich denn hier so auftut. So, jetzt können wir noch mal gucken, weil das könnte potenziell natürlich wieder Großfischgebiet sein hier für unsere Posenrute. Ja, wir schauen doch mal. Das ist jetzt vielleicht, wird es jetzt ganz schwierig, die hier rauszuholen. Und vor allem, wenn an die andere Route jetzt auch noch einer rangeht, dann habe ich wieder so ein kleines Problemchen. Aber wir werden sie natürlich sehen. Die sind auf jeden Fall noch ganz schön aktiv. Ist immer noch eine gute Zeit. Warten wir mal ab und lassen uns überraschen, ob jetzt hier noch was kommt. Nee, noch nichts da. Jetzt wollen sie gar nicht mehr so richtig hier in der Ecke. Was ist denn los? Ja, dann habe ich aber auch noch mal eine Idee, um hier Abhilfe zu schaffen. Wenn die da hinten in der Ecke auf die Grundroute wollen, sie dann nicht so richtig da hinten, habe ich das Gefühl. Mach mal hier noch mal den letzten Versuch. Nochmal schön Grundfutter dran, da hatte ich mir nochmal schön was angemischt, 64 Kilo. Im Kescher stellt sich das mal echt vor, ein 64 Kilo Kescher. Junge, 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 da buckelst du dir aber einen ab. Sag hier. Da musst du einen dicken Olaf mitnehmen, dass du da irgendwie das Zeug schleppen kannst. Oh, der dünne August. Und der Schubkarre. So, nein, zack. So wird er verfolgt. Wird die Eritze verfolgt? Nee. Ach, das fällt mir jetzt erst auf. Das Sonar hier heißt Zitrone. Haha. Sieht schon cool aus. Ich meine, ich bin kein Freund davon, aber cool sieht's aus. Sieht irgendwie professionell aus. Als hätte man Ahnung. Dabei wissen die nicht, dass hier ein Affenkönig dämlich im Boot sitzt. Das kann nicht funktionieren so richtig. Oh, das Wasser sieht so geil hier aus. Mensch, ich wünschte, ich würde jetzt hier mit der Rischenangel stehen. So, ein schöner, dicker muss doch noch gehen. Ja, Grundrute enttäuscht nicht. Hör! Oh, das war aber jetzt schnell an der anderen Seite. Der war aber schnell. So, den holen wir raus, den Bruder. Scheint kein Riese zu sein, aber der letzte für heute. Vielleicht haben wir im letzten Part ja noch mal Glück mit einem Tigerhecht ganz am Anfang. Ja, Schliepe würde ich jetzt dazu auch nicht sagen. Ist schon ein schöner, aber leider nicht der ganz große Fang. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß am Wasser oder beim Spielen. Gehabt euch wohl, macht's gut, euer Affenkönig.